in unserem Tunnel nach vorne zu gehen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir schon über dem Äquator sind. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir kennen unser Ziel und wir werden jetzt heute etwas nacharbeiten, wie wir eigentlich auch geplant haben. Heute sprechen wir über den dritten Teil, mein dritter Teil, die Reinigung des Körpers mit unseren Produkten. Und heute sprechen wir über Parasiten. Wir lieben die Natur, wir möchten allen helfen. Parasite ist ein Teil der Natur. Das sind Erreger, Bakterien, Viren, Pilze, Würmer. Man muss nicht alle kennen, aber sie möchten alle auf unsere Kosten leben. In uns ist es bequem. Wir ernähren sie gut, wir geben denen sauberes Wasser, man vermehrt sich gut in uns. Ohne uns ist es für die nicht möglich. Der Satz von einem bekannten Parasitenforscher: Wir leben in einer fauligen Welt. Das heißt, in dieser Welt gibt es sehr viele Erreger. Wir müssen nur verstehen, dass wir unterschiedliche Wege gehen sollen, weil wenn sie in uns reinkommen, die sind ja sehr unterschiedlich. Heute sprechen wir mehr über Würmer, also besonders im Darm. Die sind in uns reingekommen, weil sie uns mögen. Sie haben uns besiegt und zwingen uns, dies zu tun, was sie brauchen. Unser Körper wird uns weggenommen. Egal, wo sie sind, wie sie sind, sie versuchen immer, unsere Kräfte für sich zu nutzen, also unsere Gesundheit zu verschlechtern. Meistens sind sie im Darm, weil dort Wasser, Ernährung, Luft sind. Und man muss verstehen, wenn sie schon in uns drin sind, sie müssen sich irgendwie da festhalten, sie verletzen unsere Schleimhäute dadurch. Deswegen kommen sie ja in uns, um sich zu ernähren, dort zu leben. Und deren Reste, die sie nicht brauchen, werfen sie in uns hinein. Das führt zu Problemen mit dem Immunsystem, zu Allergien. Das Leckerste nehmen sie uns weg. Und dadurch, dass das Immunsystem weniger aktiv wird, gibt es ein Wachstum an verschiedenen Fremdbildungen, zum Beispiel onkologische Erkrankungen. Also wenn sie in uns sind, egal welche Erreger da sind, das bedeutet ja nicht, dass wir das sofort spüren. Nein. Meistens sind deren Anzeichen fast unsichtbar, etwas Schwäche, irgendwelche Magenverstimmungen, kleine Veränderungen im Stuhl, aber das kann sein, muss aber nicht. Vielleicht etwas Fieber, aber auch nicht unbedingt. Wenn wir nichts spüren, also wenn im Kopf nicht klopft, heißt das nicht, dass wir die Erreger in uns nicht tragen. Die Statistik besagt, dass aus drei Erwachsenen haben zwei sicherlich Helminthen. Und nicht nur, es gibt verschiedene Sorten davon. Und die müssen wir loswerden. Wir wissen, dass 80% aller Probleme mit der Gesundheit, die hängen von Erregern ab. Nieren, Atemsystem, Verdauungssystem, all das hängt mit den Erregern zusammen. Wir denken, das betrifft uns nicht. Nein. Also ganz sicher, ja. Aber was tun? Wir haben sie, wir brauchen sie nicht. Sie stören uns, aber es gibt viele von denen. Sie passen gut zueinander, sie bilden Communities. Was tun? Wir wissen schon, dass wir die wegreinigen sollen. Das erste natürlich ist der Darm. Meistens sind sie ja dort. Und die erste Aufgabe, den Darm zu reinigen insgesamt, darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt irgendwelche Reste da drin, Nahrungsreste und so weiter. Aber nicht nur reinigen, sondern die Mikroflora zu regenerieren. Das ist sehr wichtig. Wenn es Erreger gibt, so ist die Mikroflora sicherlich verändert Richtung nicht genug Aktivität.
Wir müssen sowohl die Mikroflora reinigen als auch die verbessern. Wir haben Möglichkeiten, wie wir dies ohne Chemie tun können. Wir haben pflanzliche Elemente, die uns helfen. Wir haben fünf Erregergruppen: Pilze, Bakterien, Viren, Würmer, Pilze, zum Beispiel Pilze. Fangen wir mit Pilzen an. Da haben wir die Pflanze Pau-d'Arco oder Ameisenbaum. Man darf nicht vergessen, dass das die Rinde so gesund ist, dass da keine Pilze sich einnisten können. Also nur Ameisen können dort leben und diese Pflanze hat sehr viele Naturkomponente, die Pilze töten. Außer den Viren, außer den Bakterien, aber hauptsächlich Pilze. Also Pilzinfektionen, die wir kennen, also Candidose, das ist die häufigste Erkrankung, zum Beispiel nach Antibiotikaeinnahme, besonders die Haut, die Mundhöhle und so weiter werden verletzt. Und das ist ein Hefepilz wächst sehr schnell und so ein Pilz kann man sehr schlecht loswerden. Pau-d'Arco bekämpft die Candidose. Der allgemeine Tonus wird besser, die Gesundheit, die Verdauung unterstützt, das Immunsystem wurde unterstützt entlang des Verdauungssystems. Falls wir etwas Falsches gegessen haben, gibt es 70% des Immunsystems. Das haben wir auch unterstützt. Und wir haben einen Antioxidantien-Effekt bekommen. Dann Olivenbaum. Wir sprechen über Blätter. Wir sprechen über Olivenblatt. Das ist das Symbol des Friedens, des Wohlstands. Wir bringen den Wohlstand in unseren Darm hinein. Das Olivenblatt hat sehr viele Phytonzide. Das sind pflanzliche Elemente, die bekämpfen auch Pilze. Pilze, wie den Candida-Pilz, auch ein bisschen Bakterien, ein bisschen Viren, umhüllen alles, wenn wir etwas verletzt haben. Dann verschließen wir diese quasi wie mit einem Tuch diese Stelle, damit sich schneller diese Stelle heilt. Wir bekämpfen die Erreger und auch die Probleme, die sich hervorgerufen haben. Gerade das Olivenblatt funktioniert sehr stark in verschiedenen Bereichen. Thymian, das ist ein Gewürz, das kann man beim Kochen benutzen, aber auch zum Heilen. Die Wirkung hängt mit dem Schleim zusammen. Mit dem Schleim zum Beispiel, wenn wir etwas eingeatmet haben, irgendein Erreger. Ob das eine Farbe oder ob dann so eine Tabak oder so. Dann entsteht so ein Schleim. Dieser Schleim umhüllt diesen Erreger und dann muss man einfach dann los raushusten. Und damit wir das raushusten können und damit wir dabei unseren Hals nicht verletzen, so können wir Thymian einsetzen. Also Thymian wirkt hustenlösend und die Bronchien werden entspannt. Echinacea. Also das ist Geschwüraktivität, die Unterstützung des Immunsystems. Wir kennen schon die Pflanze. Wir verstärken unsere Resistenzkräfte, damit nichts in uns mehr reinkommt. Aber parallel dazu, wir bekämpfen auch die Pilze. Propolis. Das ist auch ein sehr interessantes Produkt. Das ist ein Produkt der Bienenzucht. Wir kennen ja Bienen, die helfen uns in vielerlei Hinsicht. Propolis, das ist ein Klebstoff, das bekommen wir von den Tannenbäumen oder von den Laubbäumen. Gibt es etwas Ferment aus der Spucke der Biene, dann gibt es dann die Knospen eines Baumes und so bekommen wir so eine klebrige Masse, die verschiedene Erreger bekämpft. Wenn zum Beispiel in einen Bienenstock irgend so ein Tier reinkommt, dann können wir natürlich mit Propolis dieses Tier dort verschließen und auch töten. Und so bekämpft das auch unsere Bakterien und Erreger. Propolis, das ist quasi ein Naturantibiotikum, tötet die Erreger, aber hat wirklich ein sehr großes Wirkungsspektrum, Bakterien, Viren, Pilze, die Krankheiten.
Kraft der Wirkung von Propolis ist so stark, dass selbst normale, bekannte Antibiotika nicht funktionieren. Wenn jemand krank ist, dann hilft Propolis. Und wir können auch damit und Toxine und Erreger aus dem Körper herausführen, also getötet und abgeführt. Diese pflanzlichen Komponente sind Bestandteile von unserem Produkt von Gestop Phyto 04, Lösungen bei Candidose. Die Zusammenstellung von unseren Komponenten ist so erfolgreich und so glücklich, dass die wirklich sehr wirkungsvoll sind. Nicht alle pflanzlichen Komponente funktionieren zusammen, aber unsere Komponente können nicht nur zusammenarbeiten, sondern verstärken sich gegenseitig. Unser Produkt nimmt man eine Kapsel zweimal am Tag, mindestens einen Monat lang. Wenn wir das regelmäßig tun, wenn wir krank sind, wenn wir husten, dann nehmen wir das. Aber wenn wir richtig uns reinigen möchten, dann brauchen wir 3 Monate beim ersten Mal. Und dann zusätzlich, wenn Sie Probleme haben mit Pilzen, mit Candida-Pilze, dann mindestens 3 Monate. Besonderheiten. Wenn wir dieses Produkt einnehmen, sollen wir weniger Hefeteigprodukte essen, damit wir keine Hefepilze bekommen und weniger Zucker und weniger eingelegte Sachen. Also Gegenanzeigen, also Schwangerschaftsstillen und fortschreitende Systemerkrankungen. Warum? Also manchmal nimmt man dann ganz harte Arzneimittel ein und es könnte so eine Kreuzwirkung entstehen. Da muss man aufpassen. Wo funktioniert unser Produkt? Wenn Sie Probleme mit Pilzen haben, Candidose oder Hauterkrankungen oder Geschlechtsharnsystem oder alles zusammen, wenn Sie den Körper reinigen möchten. Also Fungistop, das ist das Produkt Nummer eins. Das Produkt Nummer zwei, was uns hilft, wir haben ja 5 Erregergruppen, also Schwarznuss. Die Besonderheit davon ist, das nennt man noch auch Lebenselixier. Und sie kann Leben retten nach einem Schlangenstich zum Beispiel. Hier funktioniert die Schale. Da gibt es sehr viele Elemente. Wir benennen sie nicht alle. Da sind sehr viele davon. Und sie helfen ganz genau den Schutz gegen Viren, Bakterien, Pilzen aufzubauen. Die Aufgabe ist hier einerseits den Schutz, damit wir nicht krank werden. Und die, die wir schon haben, die müssen wir töten. Zusätzlich, damit wir sie endgültig loswerden, sie sind ja in unserem Verdauungssystem, müssen wir sie richtig abführen. Und hier gibt es diese Abführung, beschleunigte Abführung aus dem Verdauungssystem. Und dadurch helfen wir auch der Leber. In der Leber gibt es Galle. Die Galle wird ausgelöst und spült alle Reste raus. Schlacke und Toxine natürlich auch noch nebenbei. Dann haben wir noch Nelke oder wir nennen das richtiger Gewürzbaum. Hier gibt es Blüten, hier gibt es Früchte. Während der Cholera- und Pestzeiten gerade die Früchte und die Blumen von Nelke hat man als eine Kette um sich um den Hals gehängt und das hat gerettet. Das ist eine starke Wirkung. Das ist ein Gewürz, das unserer Gesundheit hilft, bekämpft Pilze, Bakterien, Parasiten und dabei hilft es, schmerzenlos zu werden, wirkt heilend, wundheilend, wirkt zum Beispiel gegen Gase im Magen und gegen Parasiten, gegen Würmer,
gegen verschiedene lange, kurze, große, kleine Würmer. Der Darm hat die Unterstützung bekommen und gerade die Nelke verstärkt die Wirkung anderer Komponente, die in dem Produkt drin sind. Hilft denen wirklich wirkungsvoller zu werden, bekämpft selber die Erreger. Die Komponente funktionieren nicht nur im Darm. Sie gehen ins Blut hinein. Sie gehen in die Wirbelsäulenflüssigkeit hinein, funktioniert in der Wirbelsäule, geht in das Nervensystem und hilft allen Organen positiv. Dann haben wir noch Rheinfarm. Rheinfarm hat verschiedene Namen, hat etwas mit diesem Knopf, mit dieser Knopfform zu tun. Im alten Ägypten hat man damit die Leichen einbalsamiert, damit der Körper lange hält, damit keine Erreger reinkommen. Einerseits werden die Würmer bekämpft. Hier bekämpfen wir die Würmer in erster Linie. Runde, breite, lange, kurze. Aus der Leber gehen die Lamblen weg. Also, dass wir Gallen treiben. Und wir haben der Leber geholfen, die reinigende Wirkung zu entfalten. Alle Organe, alle Verdauungsorgane funktionieren gut. Und dass wir das Beste aus der Ernährung bekommen und das, was wir loswerden möchten, losgeworden wird. Grapefruit. Wir benutzen dann Kernextrakte. Also das ist ein flüssiger Kernextrakt. Zusätzlich sind diese weißen Häutchen, die man so kennt, und etwas Fruchtfleisch. Das ist quasi wie so eine Suppe. So ein Eintopf, wo alles zusammen ist, wirkt gegen Pilze, Bakterien, Viren, unterstützt das Immunsystem, wirkt gegen Allergien, unterstützt das Cholesterin-Level, verbessert den Stoffwechsel, beseitigt das Hungergefühl und so wird das Gewicht stabilisiert. Eibisch. Eibisch heißt eigentlich auch Arzt, Doktor. Das kann man in vielerlei Hinsicht einsetzen. Vor allem wird der Schleim gebildet. Was gibt uns dieser Schleim? Dieser Schleim kann die Erreger, die wir loswerden möchten, einhüllen. Wie so eine Kapuze. Und bringen sie raus. Also erstmal findet sie die Erreger, also hat sie quasi bekämpft und abgeführt. So können wir den Körper von Toxinen reinigen. Wirkt hustenlösend. Dann können wir die Stellen heilen, die vielleicht schon verletzt wurden. Also Regeneration, Wiederherstellung, das funktioniert ganz stark. Wo gibt es diese Elemente? Antigelmphyto, Fungistop, das ist gegen Pilze. Antigelmphyto, das sind diese Helminthen, das sind die Darmparasite. Antiparasitäre Formel funktioniert bei allen vier Gruppen, aber auch bei den Pilzen. Die Zusammensetzung ist sehr interessant. Damit wir verschiedene Erregergruppen bekämpfen können, Anwendung eine Kapsel zweimal am Tag, das wissen wir, das ist bequem. Wieder die gleichen Empfehlungen. Wo nutzen wir dieses Produkt? Wenn wir uns reinigen wollen, insgesamt Erreger loswerden, Parasite loswerden, wenn wir die Leber unterstützen möchten oder wenn wir ein antiparasitäres Programm durchlaufen, das ist ein vollumständliches Programm, da reicht nicht nur ein Produkt. Also zwei Produkte haben wir schon, aber wir haben noch ein drittes Produkt. Und da spielt die Hauptrolle der Krallendorn. Eine Pflanze, die so Füßchen hat, nennt man noch die Katzenkralle. Weil
man diese Art Krallen so sieht. Das ist eine Liane, das ist eine ranke Pflanze. Und die Pflanze hilft mit ihren pflanzlichen Elementen dem Verdauungssystem, das loszuwerden, was wir loswerden möchten. Also unnötige Mikroorganismen, unnötige Toxine, die werden abgeführt, damit die gute Mikroflora wiederhergestellt wird. Zusätzlich gibt es einen Kampf gegen Bakterien und Viren und wirkt als Detoxikant. Das heißt, die Toxine werden eingefangen und abgeführt. Gerade der Krallen dort hilft, die Zellen, die verletzt wurden, die beschädigt wurden, wiederherzustellen, damit die nächste Zelle gesünder wird als die, die davor war. Dann Birkenschwarm kennen wir auch schon. Das ist antionkologischer Schutz und hilft dem Darm. Also wenn Sie Probleme mit der Abfuhr haben, zum Beispiel wenn Sie eine Verstopfung haben oder festen Stuhl einfach, dann brauchen Sie eine weiche Hilfe, eine Woche und ist vorbei. Und wenn wir dieses Produkt regelmäßig eingenommen haben, da haben wir schon die Wirkung gemerkt. Also, und dann die Silberweide. Also wenn alles gut ist, kann diese Silberweide bis zu 100 Jahre alt werden. Das ist, und hilft, der Baum lebt lange, hilft uns auch lange zu leben. Vor 100 Jahren, gerade aus der Silberweide, hat man diese Salicylsäure bekommen, eigentlich Aspirin. Aspirin bekämpft ja auch Entzündungen und Schmerzen, bekämpft den Fieber und stabilisiert die Blutqualität. Wenn wir krank sind, haben wir weniger Flüssigkeit, das Blut wird viel dickflüssiger und gerade diese Fähigkeiten bekommen wir durch die Silberweide. Wir beschädigen aber die Schleimhäute des Magens dabei nicht, weil ein richtiger Aspirin, der beschädigt die Schleimhäute des Magens. Aber hier haben wir diesen Effekt gar nicht. Und dann Süßholz oder Lakritze, das ist eine legendäre Pflanze. Schon vor 5000 Jahren kam diese Pflanze in das Buch über die wichtigsten Kräuter. Und so mit dieser Pflanze können wir viele Krankheiten verhindern. Funktioniert sehr stark, wirkt antientzündend. Macht uns widerstandsfähiger. Die Mikroorganismen kommen nicht mehr in uns hinein. Zerstören uns nicht. Und wir verstärken das Immunsystem. Das nennt sich Uncaria Plus. Also es ist nicht nur natürlich. Da ist natürlich nicht nur Krallen dort drin, sondern Birkenschwarm, Silberweide und Süßholz. Wir haben das Immunsystem unterstützt, wir haben den Körper unterstützt. Eine Kapsel zweimal am Tag, das wissen wir schon mindestens einen Monat bei Notwendigkeit Länge. Wann kann man dieses Produkt einsetzen? Einfach um das Immunsystem zu unterstützen oder wenn Sie eine Vergiftung hatten, danach zum Beispiel. Wir wissen schon, wie wir die Erreger loswerden, damit wir aber die Vergiftung auch noch loswerden. Weil wenn wir uns reinigen, gibt es viel zu viele Toxine. Wir werden die aber abführen. Für uns ist es wichtig, sehr viel Wasser, zu trinken. Und zusätzlich, damit wir unseren Schutz unterstützen können, haben wir Antisoaktiv. Das ist Antioxidantienschutz. Da gibt es L-Glutamin, das ist eine Aminosäure, das ist Hagebutte, das ist die Ascorbinsäure, das Immunsystem, Gefäße und so weiter. Dann Zink, Beta-Carotin, Kupfer, Vitamine A und E, Traubenkerne, also der komplette Antioxidantienschutz, auch eine Kapsel zweimal am Tag, wie gehabt,
damit wir nicht altern, damit wir alle Probleme lösen und das Immunsystem unterstützen, können wir auch noch unser Produkt Antisoaktiv 02 einsetzen. Und wir können noch die Darmmikroflora unterstützen. Wir haben den Körper gereinigt, wir haben das Verdauungssystem unterstützt, wir haben das Immunsystem unterstützt und Balancer Drain Maxi kann uns auch noch helfen. Hilft uns auch, den Körper zu reinigen, die Flüssigkeit, die überflüssige Flüssigkeit, wenn wir eine Anschwellung haben oder so, abzuführen. Und natürlich hilft uns bei der Gewichtskorrektion. Die wichtigste Regel ist, ausreichend Wasser zu trinken, wenn es Fragen, Probleme gibt, Kopfschmerzen, Ausschlag, Fieber. Etwas mehr Wasser, warmes Wasser trinken, reines Trinkwasser. Und dann ist alles gut. Wir haben ein klassisches Programm, das haben wir schon gezeigt. Wir haben Produkte Aloe und Prenuvital, die wir schon besprochen haben in unserem Detox-Programm. Aber das antiparasitäre Programm geht nach dem Detox-Programm. Das hängt miteinander zusammen. Das ist die gleiche Geschichte natürlich. Schönheit, Gesundheit, aktive Alterung. Wir reinigen unseren Körper, wir reinigen uns von Parasiten. Wir haben bessere Zustand, physisch, psychisch. Wir haben mehr Möglichkeiten, unsere Wünsche uns zu erfüllen. Bald kommen ja die Feiertage, wir müssen vorbereitet sein. Alle Elemente, das ist die Ernährung, das sind Arzneimittel, passt zueinander. Das eine stört das andere nicht. Alles funktioniert so, wie es funktionieren soll. Verschiebt nicht das auf morgen, was man heute tun kann. Heute vielleicht nehmen Sie schon unsere Produkte und dann lächeln Sie. Das ist unsere gute Laune. Das ist der Beginn unserer Gesundheit. Wir lernen von den Weisen. Leonardo da Vinci sagt, es gibt drei Arten Menschen, die sehen, die sehen, wenn man denen etwas zeigt, und die nichts sehen. Jeder von uns ist eine der drei Gruppen. Und damit man das Problem löst, das wir haben, ich spreche jetzt über die Gesundheit, man muss die Gesundheit erkennen, man muss das Problem erkennen, also sehen. Man muss die Methoden sehen, wie man das Problem löst. Man muss den richtigen Weg finden, um das Problem zu lösen und eine Herangehensweise zu finden. Man soll es bewusst tun, wirkungsvoll tun, sehr sorgfältig, sehr sicher. Wenn Sie gesund sein möchten, wir haben Möglichkeiten. Möchten Sie schön sein, die auch. Sie möchten aktiv sein und lange und an sich selber sich erfreuen und die Welt glücklich machen. Machen Sie mit uns mit. Alles ist klar, einfach, verständlich und wirkungsvoll. Das macht Spaß. Gesundheit, Gesundheit und Gesundheit und gute Laune an alle.